Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Was zu besprechen. Wie kriegen wir das hin, den Weltfrieden? Also keine Dinger mehr. Nein, leider nicht. Aber sag mal, wollen wir hier nicht in Ninja-Urlaub reingehen? Ja, dann ist von daher. Ja, mal eine Runde Ninja-Urlaub machen. Ich bin ein Ninja, ich brauche keinen Urlaub. Oh. Ja! Oh. Aber danke für deine Hilfe auf jeden Fall. Aber ja, auf jeden Fall, das geht gar nicht. Ich habe das von hinten beobachtet, der kam an. Das ist eine Absicht. Genau. Absicht. Ja. Nur mit Absicht. Und er hat ja genauso reagiert. Ja, genau. Er wollte, dass er die Strafanzeige spielen wollte. Ich habe es nicht entschuldigt. Aber das muss doch sein. Aber es war gut, dass ihr sofort gemerkt, wie er heißen muss. Haben Sie sich geärgert oder euch? Mich ärgert keiner. Das traut sich gar keiner. Haben Sie dir deine Flagge wegnehmen wollen? Ja, mir ist einer mit dem Fahrrad in voller Absicht gerade hinten in die Wade reingefahren. Oh, mit so einem E-Bike. Ach, die Scheiße. Ja. Das habe ich von hinten beobachtet, wie er angerast hat. Ja. Das war sein Pech. Ja. Und wir halt nicht mehr zahlen können. Und dass andere Länder Einfluss auf uns haben. Deutschland soll hier selbst bestimmt sein. Er ist gar nicht mehr da. Das war der Auftrag, den er hier abgehört. Sonst wäre er mitgefahren. Wir möchten bezahlbare Energie haben. Das ist die Schicksalsmelodie. Man gerne wieder Bilderbücher schreiben für seine Kinder oder irgendwelche anderen, das ist ganz egal. Aber ich möchte nicht von Menschen regiert werden, die das nicht gelernt haben. Kein Elektriker darf als Elektriker arbeiten, wenn er keiner ist. Aber als Wirtschaftsminister, Außenminister, darf man das alles machen in Deutschland? Wie kann das sein? Nicht möglich. Wo sind die Fachkräfte, die unsere Regierung immer so fordern? Warum gilt das nicht für die Regierung selbst? Warum gilt das nur für Informatiker oder Klempner? Das weiß ich. Aber in der Regierung reicht es, wenn man diverse Studien abgebrochen hat. Vorsicht mit dem Klempner. Und dann braucht man eine Frauenquote. Gefährlich. Und schwupps, als Ehemann sitzt man im Ministerium. Warum?
Das sind die Rohrverleger. Wenn man dann nach 4 Jahren rausgeht, braucht man eigentlich nichts mehr machen. War ein Scherz, ein schlechter Ausdruck. Wenn man dann ausgedient hat, weil man so viel Rente bekommt, oder bei denen heißt es anders, mir egal, sie haben so viel zum Leben. Und wenn bei uns jemand 30, 40 Jahre eingezahlt hat, reicht das nicht zum Leben und ist oft weniger als das Bürgergeld, mit dem jetzt alle beschenkt werden. Ich bin gespannt, wer will noch arbeiten für einen Mindestlohn, wo kaum was bei rüberkommt, wenn das Bürgergeld doch so lockt. Vielleicht sollten wir alle Politiker werden ohne Ausbildung, da verdienen wir ein bisschen mehr. Ich hebe mal Bürgergeld auf hier. Man wird einfach ernannt, man lügt ein bisschen bei seinem Eid, das Schaden vom deutschen Volk abgewendet. Hast du da nichts hören? Noch nicht mal das wird gemacht. Also von daher... Ja, unsere Zukunft im Rücken. Unsere Zukunft bei mir im Rücken. Das Bürgergeld lockt hier. Das Bürgergeld. Eine kurze Hier stehen mit den Zahlen. Alle hier. Alle hierher mit den Zahlen.